Herzlich willkommen zu Runde 2 Instagram-Fragen auf YouTube beantworten und 50 Euro zu gewinnen. Also bleibt dran, der Gewinner wird in diesem Video bekannt geben. Und diesmal waren ein paar komische Fragen dabei. Und die beste Frage hat eigentlich meine Tochter gestellt, aber die kann ich logischerweise nicht gewinnen lassen. Also, let's go. In der Zwischenzeit kannst du dem Video schon mal ein Like geben, einen Kommentar da lassen und logischerweise meinen YouTube-Kanal abonnieren. Fangen wir mal an mit den komischen Fragen. Wie alt bist du und wie schwer bist du? Beide Fragen kommen von der gleichen Person. Ich habe kein Problem damit, das zu verraten. Ich werde dieses Jahr 55 und mein Gewicht ist mein Alter mal 2 minus 9. Also Rechenaufgabe, ich bin gespannt, wer das richtig kommentiert. Schreibt mal in die Kommentare, wie mein aktuelles Gewicht ist. Ich bin auf dem Weg nach unten übrigens mit dem Gewicht. Okay, das war der Spaß an der Stelle. Lass uns zum Ernst der Fragen kommen und lass uns mit der ersten Frage starten. Die erste Frage ist, wie viel Geld gibst du jährlich an Werbung aus? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die aber nicht wirklich konkret ist. Deswegen packe ich jetzt mal alles zusammen. Ja? Also ich liege zwischen 50.000 und 70.000 Euro pro Jahr und schlüssel das gerne mal so ein bisschen auf. Punkt Nummer 1, was für mich zur Werbung gehört, sind VIP-Tickets für Events, wo ich hingehe, um Kunden zu treffen, um Kollegen zu treffen, um zu netzwerken. Da ziehe ich mir immer ein VIP-Ticket, um auch wirklich an die Kollegen und Speaker und so weiter ranzukommen und natürlich auch Kunden zu generieren am Ende des Tages. Das gehört für mich zu Werbeausgaben dazu. Dann, wenn ich auf Events selber Speaker bin, dann kommt natürlich ein Messestand dazu, dann kommt die Hotelübernachtung und Anreise fürs Team dazu, Fotograf eventuell und sonstige Dinge. Dann kommen logischerweise Dinge wie Giveaways dabei, meine High-Preis-Kunden bekommen ein Begrüßungspaket, das spielt da eine Rolle mit. Allerdings, wenn ich die mit einrechne, dann werde ich am Ende des Tages eher zwischen 90.000 bis 100.000 pro Jahr liegen. Denn für mich zählt auch zu Werbeausgaben die Preise für die Affiliates und so weiter, die ich regelmäßig rausgebe, wie zum Beispiel die Affiliate Hero Sneakers für bestimmte erreichte Ziele der Partner und so weiter und so fort. Und dann kommt noch ein Punkt dabei, den ich die letzten Jahre nicht so hatte, weil ich einfach keine Ads geschaltet habe. Im Moment testen wir da ein bisschen mit YouTube-Ads und mit Facebook-Ads und schauen mal, was dann am Ende noch oben drauf gepackt wird. Aber nur um das mal zu sagen, wer keine Werbeausgaben hat, der hat, glaube ich, am Ende auch kein funktionierendes Business. Okay, so, nächste Frage. Welchen Gewerbenamen bzw. Gewerbebezeichnung nimmt man für Affiliate-Marketing? Ganz allgemein Online-Marketing-Tätigkeiten, was anderes würde ich da gar nicht reinschreiben. Die Frage ist jetzt, die Frage hat zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, ja, es gibt echt da draußen bescheuerte Gewerbeämter, die solche Fragen stellen. Als Grund sollte Online-Marketing reichen, das würde ich auch reinschreiben lassen, oder Online-Tätigkeiten, wie auch immer, manche akzeptieren das nicht. Vermittlung von Produkten mit Affiliate-Marketing würde ich dann reinschreiben. Auf der anderen Seite ist da doch eine Frage, die mir zeigt, da ist scheinbar jemand, der sich vorher über alles Gedanken macht. Und da kann ich euch nur den wirklich heftigen, richtigen, konkreten Tipp geben. Leute, startet mal, macht einfach mal und dann kommen solche Dinge von ganz alleine. So, die nächste Frage von Namibia Holiday an der Stelle, mein lieber Hans-Jürgen. Der Hans-Jürgen fragt, du fehlst mir, wann kommst du denn wieder? Wenn dieses Video veröffentlicht ist, bin ich schon wieder in Deutschland, dann bin ich einen Tag vorher gelandet. Also schreibt mal in die Kommentare, wann ich wieder in Deutschland gelandet bin. Nächste Frage, und die Frage ehrt mich sehr, Hans-Jürgen. Welchen einen Rat würdest du einem Affiliate-Anfänger geben? Okay, welchen einen Rat würdest du einem Affiliate-Anfänger geben? Achte von Anfang an auf das wirklich eiserne Gesetz Lead for Sale und baue dir von Anfang an eine E-Mail-Liste auf. Baue auch darauf deine Strategie auf, dass du E-Mail-Adressen sammelst. Das ist der Tipp, den ich jedem Affiliate-Marketing-Anfänger gebe. Dann die nächste Frage. Wieso legst du noch Wert auf die Öffnungsrate?
Das ist ganz einfach. Nur wenn ich viele Öffnungen habe, kann ich auch viele Klicks generieren. Also ist die Öffnungsrate eine und wird auch das immer bleiben, der Werte, wo ich ganz genau drauf schaue. Aber noch wichtiger ist natürlich die Klickrate in den E-Mails in gewisser Weise, weil nur eine E-Mail-Öffnung nutzt mich am Ende nichts, sondern ich muss einen Klick produzieren, damit ich Geld verdienen kann. Ansonsten funktioniert es nicht. Aber die Öffnungsrate ist natürlich wichtig. Desto mehr Öffnungen ich habe, desto mehr Klicks kann ich generieren. Die nächste Frage. Was würdest du einem Anfänger mit auf den Weg geben? Genau das gleiche wie eben. Von Anfang an Lead for Sale, also eine E-Mail-Liste aufbauen. In der Liste liegt das Geld. Und vor allen Dingen, denkt dran, seid keine Traumtänzer. Online-Marketing, Affiliate-Marketing ist das geilste Business der Welt. Aber es gehört viel und harte Arbeit dazu. Und mit hart meine ich keine körperliche Arbeit, aber dieses Durchhaltevermögen an den Tag zu legen. Und wenn du das hast und dich nach dem Gesetz richtest, in der Liste liegt das Geld, dann wirst du zwangsläufig erfolgreich werden. Die nächste. Wieso hast du nur noch ein Produkt in Digistore 24? Das ist ganz einfach zu erklären. Der Marktplatz bildet für mich nicht wirklich die Tatsachen ab. Und zum Zweiten ist es so, dass wir auf dem Marktplatz nicht wirklich die Affiliates generieren, die wir haben wollen. Und ich möchte auch wissen, wer wird mein Affiliate, wer ist mein Affiliate, wo macht er was und so weiter. Und da gibt es übrigens am 1.1. beziehungsweise am 2.1.23 etwas richtig Neues, Heftiges. Also, 2.1.23, aufpassen, Ralf Schmitz Affiliate-Programm. So, die Frage von Erfolgsschiff, weil sie so aufmerksam, beziehungsweise er oder sie so aufmerksam war, ist die Frage der Woche und gewinnt 50 Euro. Erfolgsschiff, herzlichen Glückwunsch, schreib mir eine PN über Instagram mit deiner E-Mail beziehungsweise PayPal-Adresse und dann gehen die 50 Euro sofort auf den Weg. Diese Frage wird von mir diese Woche prämiert, weil dort jemand sehr aufmerksam im Marktplatz nach mir geschaut hat. Danke dafür. Also 50 Euro an Erfolgsschiff, herzlichen Glückwunsch dazu. Ihr seht, es lohnt sich, jeden Montag auf Instagram zu gehen, eine Frage in den Fragensticker reinzuhämmern. Das kann dir 50 Euro bringen, sofort per PayPal, in bar, wie auch immer. Okay, nächste Frage. Wie viel muss ich bezahlen, um von Ihnen gecoacht zu werden? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, kommt auf deinen Wissensstand an, wo du hin willst, was du lernen willst. Ja? Ich habe ja verschiedene Coaching-Programme. Das heißt, am besten mein Tipp für dich, unter dem Video findest du einen Link für ein kostenloses Potenzialgespräch. Den klicken, mit meinem Team oder mir sprechen. Und dann erfährst du das alles. Das ist wirklich sehr individuell. Wir haben verschiedene Pakete und dafür müssen wir vorher mit dir sprechen. Wie startet man mit E-Mail-Marketing durch? Das ist auch eine coole Frage, die sehr, sehr schwer so ad hoc in so einem kurzen Video zu beantworten ist. Dafür werde ich nochmal ein extra Video machen. Wie startet man mit E-Mail-Marketing durch? Zuerst mal ist ganz, ganz wichtig, logischerweise Lead for Sale, dass du E-Mail-Adressen sammelst. Das ist das A und O, sonst kann man ja gar kein E-Mail-Marketing betreiben. Aber genau da fängt es an, auch wichtig zu werden. Mit der ersten E-Mail-Adresse, die du generierst, ist es auch deine verdammte Pflicht, E-Mails zu versenden. Die meisten denken, ach, warten wir mal, bis wir 100 Leads gesammelt haben, dann schicken wir eine E-Mail raus. Das ist Bullshit. Die erste E-Mail-Adresse, die dich einträgt, und wenn es 2 Wochen lang nur eine einzige ist, hat von dir regelmäßig E-Mails zu bekommen. Das ist schon mal Gesetz Nummer 1. Dann, meiner Meinung nach, solltest du eine E-Mail-Häufigkeit von wirklich alle 2, maximal alle 3 Tage. Also alle 3 Tage solltest du eine E-Mail versenden. Ich bin eher ein Fan davon, alle 2 Tage. Das hat psychologische Gründe, das hat Konkurrenzgründe und so weiter. Und das werde ich nochmal in einem extra Video erklären. Also das sind 2 Dinge, die solltest du von Anfang an tun und beachten. Und E-Mail-Marketing kann nur dann erfolgreich sein, wenn man verkauft. Ich halte nichts von 3, 4, 5, 6, 7 kostenlosen E-Mails am Anfang, um Vertrauen aufzubauen. Das ist Bullshit. Wir machen Marketing, beziehungsweise wir wollen ein erfolgreiches Business, wir wollen Geld verdienen. Und dann brauche ich nicht 5, 6, 7 E-Mails zum Warmmachen, zum Vertrauen aufbauen, was oft sogar zu einem Nachteil wird, weil dann ist derjenige sauer, wenn er eine E-Mail bekommt, wo du etwas verkaufst. Ganz, ganz wichtiger Tipp. Wenn man die Nische wechselt, lieber einen neuen Account machen, ist jetzt die Frage, bezieht sich auf Instagram, Facebook, YouTube. Grundsätzlich würde ich behaupten, nein.
kommt aber wirklich auf die Nischen an. Ja? Man kann den Leuten das klar mitteilen und du kannst doch vielleicht ein paar Leute mitziehen. Aber einen ganz neuen Account aufbauen ist natürlich immer etwas schwieriger als nur ein Themenwechsel. Ich halte es nicht für unbedingt notwendig. Du wirst bei einem Wechsel des Themas zwar einige Follower verlieren, das ist aber normal. Du wirst einige behalten und das ist der Vorteil gegenüber einem ganz neuen Account. Wirklich ein krasser Unterschied wäre, wenn du ein Thema hast, was 100 Kilometer weit von dem neuen Thema entfernt ist, in gewisser Weise. Dann sollte man darüber nachdenken. Müsste man aber im Detail auch wirklich nochmal besprechen. Dann, du hast oft erwähnt, dass du ein Business hinterlassen möchtest. Welches genau? Die Frage verstehe ich nicht so ganz. Ich habe immer gesagt, ich möchte mein Business meinen Kindern hinterlassen. Die sollen das weiterführen. Und ich selber habe zuerst mal gar nicht vor, irgendwas zu hinterlassen, sondern ich habe noch vor, lange, lange zu arbeiten. Am allerliebsten sogar mit 80 noch zu arbeiten, denn dieses Thema, dieses Business, Affiliate Marketing, ist meine absolute Leidenschaft. Es macht Spaß und ich kann es am PC ausführen. Ich muss nirgendwo hinfahren, ich kann es von daheim machen. Also, ich würde gerne mit 80 noch Business machen. Das ist meine Einstellung. Aber ich möchte ein funktionierendes, florierendes Business meinen Kindern hinterlassen. Das ist richtig. Dann, was ist die denkwürdigste und aufregendste Sache, die du jemals im Online-Marketing gesehen oder erlebt hast? Die betrifft mich selber. Danke, Carsten, für die Frage. Ist eine tolle Frage. Hätte man auch prämieren können. Das Tollste, was ich je erlebt habe im Online-Marketing, war für mich der Launch vom VIP Affiliate Club 2010. Das war so mein erster richtiger, großer Erfolg. Richtig fett mit 242.000 Euro in 4 Tagen. Mit 100.000 hatte ich geplant. Während diesem Launch konnte ich Dr. Oliver Pott als meinen Partner gewinnen und dann ging das durch die Decke. Das heißt, wirklich jede Minute kam eine Bestell-E-Mail rein. Das war so sensationell. Da sind mir auch ein paar Dinge passiert, weil ich so nervös war. Ich habe im Haus den Schlüssel abgebrochen und so weiter und so fort. Also da sind viele, viele Dinge passiert, aber das war so für mich mit das Aufregendste. Den Launch lange geplant, viele Videos gedreht. An einem Donnerstagabend um 18 Uhr ging es los. Und um 19 Uhr hatte ich schon über 50 Bestellungen im Postfach. Das zu sehen, das zu erleben, das war sensationell. Und es ist heute für mich noch sensationell, dass dieses Business für mich so funktioniert und so gigantisch ist, gar keine Frage. Aber das war ein ganz besonderer Moment damals. Dann kommt die Frage von meiner Tochter. Was muss ich tun, um in Naples zu leben? Mache Affiliate Marketing. Also die Frage, ich finde die Frage wirklich richtig cool, kann sie aber nicht prämieren. Das wäre ja Schieberei für die 50 Euro. Was muss ich tun, um in Naples zu leben? Viel Geld verdienen. Naples ist die zweitreichste Stadt oder mit dem höchsten Einkommen, wie auch immer, der USA. Also das Leben hier ist nicht günstig. Auch das Haus, wo ich jetzt gerade hier sitze, kostet knapp 10 Millionen Euro. Das ist schon eines der günstigen Häuser hier in der Gegend. Von daher viel, viel Geld verdienen. Mit was ist am Ende eigentlich egal? Wie generiere ich nachhaltig und reproduzierbare gute Partner-Affiliates? Die Frage kommt von Fabian Habisch und eines dieser Themen, das predige ich auch immer, immer wieder, ist Netzwerken, Netzwerken, bis der Arzt kommt. Die besten Beziehungen, die besten Affiliates, die Top-Leute, die findet man einfach offline. Online ist geil, aber offline ist der Hammer. Gerade in diesem Bereich, was der Fabian hier fragt. Auf jedes Event fahren, was nur geht. Ein VIP-Ticket holen und dann mit den Leuten quatschen. Das ist der beste Weg, das ist der beste Weg, um nachhaltige Affiliates, Top-Affiliates zu gewinnen, denn die sind dort vor Ort. E-Mails gehen oft unter. Ich habe zwar Strategien, diese Leute, diese Menschen zu erreichen, als Affiliate zu gewinnen, gar keine Frage. Aber so wirkliche Top-Leute, David Brewilski, Oliver Pott, wie sie auch alle heißen, die findest du auf diesen Events vor Ort im VIP-Bereich und da kannst du sie direkt ansprechen. So, schauen wir mal. Das war's, Leute. Die habe ich mir rausgezogen. Sind alle beantwortet. Also, Erfolgsschiff, ich blende es hier nochmal ein, Erfolgsschiff ist der Instagram-Account-Name. Melde dich auf Instagram, einfach eine PN schicken mit deiner PayPal-E-Mail und ich schicke dir sofort die 50 Euro.
Und denkt dran, Leute, morgen gibt es einen neuen Fragesticker auf Instagram. Nächsten Sonntag, 10 Uhr, das nächste Video auf YouTube mit den Antworten und mit einem neuen Gewinner. Hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen, einen Kommentar da zu lassen. Wie war die Rechenaufgabe mit meinem Gewicht? Wann bin ich in Deutschland schon wieder gelandet, wenn dieses Video online ist? Und natürlich nicht vergessen, Kanal abonnieren. Und nebenbei, teilen dürft ihr das Video auch. Auf Facebook, egal wo. Also, let's go. Habt einen schönen Sonntag. Bis dann, euer Ralf.